Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal von Frame Media. Und heute geht es darum, wie du deinem Kunde ein Angebot erstellst. Und anhand von einem Beispiel jetzt zeige ich euch, wie ich meinem Kunde Angebote erstelle und vielleicht könnt ihr ein bisschen was lernen. Viel Spaß mit dem Video. Also ganz wichtig, was kommt auf das Angebot? Natürlich erstmal, um was geht es? Was setzt du alles ein und was muss alles berechnet werden? Ganz wichtig. So, an allererster Stelle sagen wir jetzt mal einfach, der Kunde ist jetzt nur ein Beispiel, sind noch alles Beispielzahlen, ist nichts Offizielles. Nicht, dass jetzt jemand sich da beschwert wegen Preis oder wie auch immer. Wir sagen jetzt mal, der Kunde ist Herr Müller. Herr Müller ist der Kunde und Herr Müller möchte einen Imagefilm von seiner Bäckerei. Ungefähr 1,5 Minuten. Und ja, was berechnen wir Herr Müller? So, als allererstes der Drehtag, also ein Drehtag. Wir berechnen einen Drehtag. So, jetzt kommt es darauf an, euer Tagessatz, ob ihr den mit Equipment berechnet oder ohne Equipment. Ich mache es immer so, ich schreibe zum Beispiel einfach jetzt zum Beispiel einen Drehtag und was in dem Drehtag alles enthalten ist, beziehungsweise was ich wirklich an diesem Image mal alles mache. Wir sagen jetzt mal Beispiel, ein Drehtag, Tagessatz ist, sagen wir mal 300 Euro. 300 Euro. So, dann ein Tag Post-Production. So, ein Tag Post-Production. Beispiel, nochmal 300. Also schaut einfach, dass ihr immer ohne euer Equipment euer Tagessatz erstmal berechnet und dann ins Detail geht. Also mache ich das. Jeder macht das anders. Ich will jetzt auch nicht, dass irgendjemand sich hier beschwert. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich gebe euch noch einen Tipp. Berechnet nicht jeden kleinen Krümel. Also beziehungsweise berechnet es schon, aber schreibt es nicht ins Angebot. Weil wenn da jetzt steht Imagefilm, ein Drehtag, ein Schnitttag mit dem Objektiv, mit der Kamera, mit der Drohne, mit dem Gimbal und das Gimbal und das Objektiv kostet aber 10 Euro mehr. Das ist ein sehr schlechter Eindruck, finde ich, meinerseits. So, ein Drehtag, ein Tag Post-Production. So, Equipment. Equipment solltet ihr immer extra rechnen, da habe ich immer so einen Pauschalsatz pro Tag einfach. Weil das ist ja die Zeit, das ist ja der Satz, nach dem ihr arbeitet. Beziehungsweise, stellt euch vor, ihr arbeitet in einer Firma, ihr arbeitet 8 Stunden, ihr kriegt die Stunde 15 Euro. So, dann ist das euer Tagessatz für eure Arbeit. Aber euer Chef wird ja für euch noch den Tagessatz, was er seinem anderen Kunde da berechnet, keine Ahnung, Verschleiß, Strom und so weiter, diese ganzen Kosten, was ihr alles nicht seht auf eurer Abrechnung, das berechnet er euch auch. Also, 300 Euro für eure Arbeit, so Equipment, sagen wir jetzt einmal Pauschalsatz von 150 Euro. So, alles nur Beispiel, natürlich liegen die Sätze bei dem anderen höher, bei dem anderen niedriger oder andere berechnen auch anders. Keine Ahnung, aber ich sag euch ja nur, wie ich es mache. So, Equipment, 150, das macht ihr jetzt pauschal, also jetzt nicht irgendwie pro Tag nochmal, das mache ich dann noch pauschal für diese ganze Arbeit, zum Beispiel 150 Euro. So, und dann schreibe ich immer noch dazu, Equipment, mit was ich drehe. Also, schreiben wir jetzt mal einfach 4K-Kamera. Dann schreibt ihr Drohne. Dann schreibt ihr Gimbal. Natürlich jetzt nicht alles so im Detail, wie ich gerade erwähnt habe, nicht so pingelig sein, aber einfach, damit der Kunde jetzt zum Beispiel sieht, warum will der Person XY so viel Geld haben. Was macht er denn überhaupt dafür? Und so kann er nachvollziehen, okay, der dreht einen Tag, der braucht einen Tag fürs Schneiden. Hier würde ich nochmal dazu sagen, zur Post-Production würde ich auch noch dazu schreiben, vielleicht Schnitt, Transition. Transition sind Übergänge oder Effekte, wie auch immer. Color Grading. So, das alles auf jeden Fall dazu schreiben, damit er nachvollziehen kann, okay, mein Video kostet jetzt so und so viel. Also machen wir jetzt mal eine kurze Rechnung. Kommt da noch irgendwas dazu? Genau, ganz wichtig sind Reisekosten. Ganz, ganz wichtig.
So, sorry wegen der Schrift. Also angenommen, ihr reist jetzt 50 Kilometer hin, 50 Kilometer zurück, dann müsst ihr auf jeden Fall pro Kilometer tut ihr einen Satz berechnen. Der eine nimmt 30 Cent, der andere vielleicht 5 Euro, keine Ahnung. Sagen wir einfach mal als Beispiel, der Kilometerpreis ist bei 30 Cent. Da schreibt ihr jetzt einfach hin. Pro Kilometer 0,30 Cent. So, wenn es jetzt zum Beispiel 100 Kilometer sind. Ach, einen Moment, ich mache das mal hier ein bisschen ordentlicher. Dann eure Reisekosten. Das haben wir gesagt, 30 Cent pro Kilometer. Dann seid ihr bei, schreibt am besten immer hin, 30 Cent pro Kilometer. Und dann schreibt ihr jetzt immer 30 Euro. Dann jetzt natürlich, wenn ihr weiter weg seid, also bei mir ist das immer so, wenn ich jetzt weiter als, keine Ahnung, 150 Kilometer oder so entfernt bin, lasse ich mir auf jeden Fall noch ein Hotel dazu buchen, einfach weil es unmöglich ist, dass man abends nach einem kompletten Drehtag noch nach Hause fahren kann, beziehungsweise wenn man das überhaupt packt von seiner Kraft. Ich bin so ein Kandidat, sage ich ganz ehrlich, ich penne direkt ein, also wenn ich den ganzen Tag drehe und dann noch irgendwie 3 Stunden fahren muss, also ganz schlimme Erfahrungen hatte ich damit, deswegen nehme ich mir immer ein Hotel noch dazu. Und selbst wenn der Kunde ein bisschen pingelig ist und rumpinst, sage ich einfach, gut, dann machen wir 50-50 und dann passt es. Aber im Normalfall bekomme ich es immer bezahlt, immer. So, schreiben wir jetzt hier einfach nochmal Hotel oder allgemein Unterkunft, sagen wir mal, naja, lass mal ein normales Hotel sein, 70 Euro die Nacht. So, dann ganz wichtig, wenn ihr jetzt natürlich weiter wechselt oder wie auch immer, so Sachen wegen Essen. Das würde ich zum Beispiel gar nicht draufschreiben. Essen, Trinken oder Catering, das ist Bullshit. Das ist bei jedem normalen, bodenständigen Mensch, Kunde, ist das ganz normal, dass mittags, wenn du jetzt sagst, du machst jetzt mal eine kurze Pause, dass er Essen bestellt. Also ich hatte noch nie einen Fall, wo da irgendwie Probleme gab oder keine Ahnung. Sowas würde ich zum Beispiel nicht drauf machen. Weil das wäre dann wieder, dann denkt er, okay, was kommt als nächstes? Soll ich seine Zigaretten auch noch bezahlen oder sein Bier? Deswegen, das würde ich nicht machen. So, so haben wir noch was, also Drehtag, Post-Production, Equipment, Reisekosten, Hotel. Ganz wichtig würde ich bei der Post-Production noch dazu schreiben, Korrekturen. Also nicht, dass er dann denkt, okay, alles weitere, was ich jetzt geändert haben möchte an meinem Video, muss ich extra bezahlen. Regelt die Preise so, dass ihr eine Korrektur oder zwei mit einberechnet. Also die Zeit, jetzt sagen wir mal von einer Stunde oder so, jetzt sagen wir mal eine halbe Stunde. Weil, wenn ihr dann danach noch mit irgendwie Kosten danach kommt, das nervt den Kunde auch. Er denkt sich halt dann, okay, ihr habt jetzt zum Beispiel die Summe X und das ist für sein Video vorgedacht und dann kommt ihr danach noch mit Korrekturen, das muss noch bezahlt werden und das muss irgendwie nochmal bezahlt werden und wenn sie so wollen, muss nochmal bezahlt werden. Damit macht ihr euch unglücklich, ich mach das auf keinen Fall. So, da würde ich sagen, haben wir das. Wenn ihr jetzt noch irgendwas habt zur Korrektur oder irgendwas noch hinzufügen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. So ungefähr würde das aussehen. Wie ihr sehen könnt, oben natürlich der Briefkopf und Herr Müller in dem Fall, ist alles nur ein Beispiel. Dann seht ihr hier in der ersten Spalte den Drehtag, die Post-Production und alles, was aufgelistet ist, die Reisekosten, die Unterkunft und natürlich die Summe, was das alles kostet. Am Ende würde ich natürlich, wie ihr hier sehen könnt, noch einen kleinen Zweizeiler oder Dreizeiler hinschreiben, damit es einfach so auf einem gewissen Freundlichkeitslevel ist, damit ihr jetzt nicht denkt, okay, was ist denn das für ein Asozialer? Der ist ein ganz netter Kerl, den kann man weiterempfehlen. Das ist sehr wichtig. Das ist mir auch immer sehr wichtig bei meinen Aufträgen, dass ich weiterempfohlen werde, weil nur so läuft es und nur so bekommt ihr mehr Aufträge, wenn ihr natürlich gute Arbeit liefert. So, wichtig ist noch, dass ihr natürlich hier eure Korrekturen mit einbezogen habt oder irgendwelche Nebenkosten oder euer komplettes Equipment. Nicht, dass ihr dann nachher nochmal kommt und sagt, hier Herr Müller, ich hätte gerne nochmal 100 Euro für die Korrektur und ich habe ja noch das Objektiv benutzt, deswegen brauche ich nochmal 50 Euro. Sowas ist ganz schlecht. So verkrault ihr jeden Kunden und macht auch kein gutes Bild auf euch. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen mit diesem Video und ihr habt ein bisschen was gelernt. Wenn ihr das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.